Julian, schön, dass du da bist. Meine gesamte, die ganze Reim-Family ist ja heute Abend zu uns gekommen, um das große Jubiläum von deinem Papa zu feiern. Aber Julian, erzähl mal, wie ist das jetzt eigentlich mittlerweile zu Hause? Wer bekommt die meiste Fanpost? Marie, Christine, Matthias oder du? Also auf jeden Fall Matthias, okay. Dann knapp gefolgt von Christine. Denn wirklich, wenn ich die sehe, wenn sie wirklich die Fanpost bearbeiten, man sieht keinen Raum mehr dahinter. Es ist eine Wand voll. Wow. Aber ich glaube, nach diesem Auftritt werden dann noch viele, viele Briefe auch für dich folgen. Ich würde mich drüber freuen. Es war wunderbar. Wir hatten richtig Spaß. Und ich würde sagen, wir feiern jetzt gemeinsam. Und zwar ein Schlagerdenkmal wird jetzt hier bei uns gefeiert. Ja, und am 2. April feierte er seinen 75. Geburtstag. Das natürlich ganz im kleinen Rahmen. Und musste leider sein Geburtstagsalbum verschieben. Ja, aber das Schöne ist, er hat es mittlerweile geschafft, gemeinsam mit ganz großen Stars, mit Otto Walkes, Ben Zucker, Matthias Reim und vielen, vielen anderen, seine großen Hits aufzunehmen. Und wir werden dann in den nächsten Sendungen den einen oder anderen gemeinsamen Song hören. Ja, und heute feiern wir das erste Jürgen Drews Duett. Heute starten wir mit Jürgen Drews und Semino Rossi. Schön, dass ihr bei uns seid.
Lieber Jürgen, ich habe es schon erwähnt, du hast zu deinem Geburtstag ein Album mit ganz, ganz vielen Stars aufgenommen und jetzt konnte es endlich veröffentlicht werden. Du hast mit so vielen Stars gesungen. Gibt es überhaupt einen Star, der nicht mit dir gesungen hat? Im Augenblick weiß ich es nicht. Ich habe mir eine ganze Reihe aufgeschrieben gehabt und diese ganze Reihe habe ich abtelefoniert und sie haben alle zugesagt. Sofort. Und da war ich war wirklich platt. Ach schön. Ich habe teilweise geheult. Oh. Und er hat gesagt, was ist mit dir los? Ich sagte, weißt du, ich bin, das hat mich wirklich getoucht. Hat dich gefreut, ja? Das, ja, das hat mich sehr, sehr gefreut. Ich meine, allein Semino. Du mit deiner Wahnsinnsstimme. So wie du den Titel anfängst zu singen. So hätte ich es mal machen sollen. Fällt mir jetzt erst auf. Du musst mal nicht auf mich warten. Ne? Was sagst du? So hättest du auf mich gewartet. Ja, aber leider. Ihr habt es ja jetzt getan miteinander. Und Semino, du hast sofort zugesagt. Was war dein Grund? Selbstverständlich habe ich einen großen Respekt von ihm, von seiner Karriere, von seiner Persönlichkeit. Ich glaube, ich kann diese liebe Menschen nicht Nein sagen. Wir lieben uns. Oh, schau. Ich habe schon oft gesagt zu Semino, der ist aber so höflich und so zuvorkommend. Definitiv. Semino, wenn du eine Frau wärst. Okay, wenn du ich würde dir einen Heiratsantrag machen. Weißt du, wenn du eine Frau wärst. Hey. Semino, schön, dass ihr das gemeinsam hier bei uns gemacht habt. Wir freuen uns wirklich sehr. Und ich würde sagen, wir feiern jetzt gemeinsam gleich unser nächstes Jubiläum. Das Jubiläum unserer Seemänner. Und ihre Erfolgsgeschichte begann vor 10 Jahren, als sie sich kennengelernt haben. Keine andere deutschsprachige Band hat so viele Gold, Platin und sogar Diamond Awards erhalten. Und heute feiern sie hier das große Schlagerjubiläum, natürlich mit dem Hit, mit dem alles angefangen hat. Hier ist Santiano mit Santiano! Santiano, geradeaus, wenn das
Herzlichen Glückwunsch. Ja, unsere Zuschauerinnen und Zuschauer möchten natürlich auch von euch noch ein bisschen mehr erfahren. Beatrice, habt ihr denn schöne Fragen ausgewählt? Ach, die besten Fragen haben wir für euch. Wir sind gespannt. Bei solchen tollen Seemännern wie ihr seid, wollen natürlich wahrscheinlich die meisten Frauen wissen, was bringt euch in Seenot? Was uns in Seenot bringt? Ja. Kein Wasser mehr oder ein Kiel. Das ist immer schlecht. Dann in dem Falle gibt es auch... Das, was in der Garderobe nicht fehlen darf, weil das wollen auch die Zuschauer und Zuschauerinnen wissen. Was darf nicht fehlen in der Garderobe? Also was seit dem Falle? Das Klare. Ganz wichtig auch so ein Naschzeug. Ne? Wir haben so ein paar in der Band, die dafür sorgen, dass von diesem schick angerichteten Schokoladenteller nicht nur 20 Sekunden was da ist und es ist weg. Wir gucken mal ganz rüber da. Ne? Ja, ja, genau. Wir werden euch noch ein bisschen... Wir gucken niemanden jetzt irgendwie an. Sind da die, Schokoladenreserven genau. weggebunkert? Das ist Hammer. Hier fragt noch jemand, würdet ihr auch gerne mal über die Berge singen? Wir können ja so schwer über Berge singen, weil wir von Bergen nicht so viel wissen, aber wir haben einen unglaublichen Respekt vor Bergen. Das ist tatsächlich so. Das ist ja für uns gleichzusetzen wie das, was wir mit dem Wasser haben. Ehrfurcht, auch so ein bisschen Gespür dafür zu entwickeln. Und da bewundern wir die Menschen, die dasselbe mit den Bergen haben und die auch da in Kommunikation gehen, wissen, wann man raufgeht und heute es vielleicht lieber lässt. Ja, also wir würden es nie wagen, über Berge zu singen, weil also wir von Bergen keine Ahnung Berge haben. Berge und ihr in mir das Meer. Wir stecken zusammen Deal? Ins Meer und ihr mit mir in die Berge. Okay, okay. Wenn wir in Zukunft verraten, das wird das irgendwie. Das wäre gut. Ich glaube auch, das wäre eine schöne Kombination. Also vielen herzlichen Dank, ihr Lieben, dass ihr heute mit uns hier euer Jubiläum feiert. Und wir kommen jetzt zu einer Künstlerin, zu einer Sängerin, die ein ganz besonderes Jubiläum hier bei uns begeht. Denn auf den Tag genau, vor 10 Jahren, am 24. Oktober 2010, überlebte sie einen tragischen Helikopterabsturz. Und trotz des Schicksalsschlags lebt sie ihren Traum von der großen Schlagerkarriere und der eigenen Familie. Gerade in diesem Sommer wurde sie zum zweiten Mal Mama und hat den kleinen Sepp zur Welt gebracht. Und heute beendet sie hier bei uns ihre Babypause mit ihrem Hit Tornero, 1000 Träume weit. Herzlich willkommen, Anna Maria Zimmermann. Maria Zimmermann! Dankeschön! Herzlich willkommen bei uns, Anna Maria. Hi, meine Lieben. Hallo. Schön, dass du bei uns bist. Oh, ich freue mich. Liebe Anna Maria. Mal wieder ein bisschen abzappeln, oder? Ja, das tut gut, oder? Total. Sag mal, welche Bedeutung hat für dich der 24. Oktober? Im Leben, die plant man nicht und die braucht man auch nicht und die passieren natürlich irgendwie trotzdem und man muss irgendwie, naja, das Beste daraus schaffen. Ich hatte einen nicht ganz so schönen Unfall vor 10 Jahren und ich weiß noch, wie damals in den ersten 1, 2, 3 Jahren meine Mama irgendwie immer am 24.10. mit einem Blumenstrauß vor meiner Haustür stand und sagte, mein Kind, du hast quasi heute Geburtstag und ich habe gesagt, Mama, 14.12. ist und bleibt mein Geburtstag.
es ist eigentlich echt nur ein Datum. Natürlich, also ich habe in den 10 Jahren, sogar den 24.10. schon ein, zweimal vergessen. Und in den ersten Jahren haben wir diesen Datum ganz wichtig genommen. Das war immer so, dass mein Mann und meine Eltern alle waren betrübt. Und ganz ehrlich, es ist echt nur ein Datum. Und ich finde, es ist das schönste Gefühl, wenn man das auch einfach dann irgendwann in den Jahren mal vergisst, dieses Datum. Man sagt, ach ja, heute ist ja der 24. Aber ist auch ganz egal. Liebe Anna, wir freuen uns, dass du heute mit uns feierst. Und wir feiern ja heute nicht nur dieses ganz besondere Jubiläum. Es gibt noch andere Gründe. Ja, du bist ja zurück aus deiner Babypause. Ja. Kleiner Sepp ist genau. Auf der Welt. Also so ein bisschen den Bauch einziehen. Du siehst hervorragend aus. Geht schon. Zwei Wochen Mama. Das ist auch schön, dass du wieder zurück bist aus deiner Babypause. Total. Also ich sage immer, dieses ganze... Ich war dann ja gerade irgendwie schwanger und wusste natürlich irgendwie, es kommt eh eine Auszeit. Ja, und dann kam die Auszeit natürlich viel länger, als ich das eigentlich wollte und geplant hatte. Und es waren natürlich die ersten Wochen, dass wir alle irgendwie betrübt und irgendwie alle schlecht drauf. Und dann habe ich irgendwann gesagt, okay, komm, ich will dieses Wort jetzt nicht mehr in unserem Haus hören. Ich muss jetzt positiv bleiben, sonst kriege ich irgendwie ein ganz, ganz trauriges Baby. Und dann haben wir irgendwie uns irgendwie aufgerafft und haben gesagt, hey, wir nutzen jetzt diese nicht so schöne Zeit, um einfach mal ja, Zeit für mich zu haben, Zeit für Matti zu haben und einfach mal das Schwangersein zu genießen. Der kleine Sepp wächst und gedeiht. Ja. Und es gibt, liebe Anna Maria, auch noch einen anderen Grund zum Feiern. Den kennst du allerdings noch gar nicht. Nee, aber wir kennen ihn, wir kennen ihn, ja. Deine Plattenfirma hat nämlich eine Überraschung für dich. Genau. Du bekommst nämlich heute Single Gold für deinen Hit Tornero. 1000 von ihnen. Schau mal, hier ist deine Auszeichnung. Herzlichen Glückwunsch, Anna Maria Zimmermann. Gebraucht. Und jetzt ist es soweit. Und du bist ein bisschen sprachlos und die Tränen kommen. Ach, total. Ja, weil mit diesem Song, das ist irgendwie, ach, schrecklich. Ein ganz, ganz, ja, ganz, ganz besonderer Song. Irgendwie, es gibt nicht einen Auftritt in den letzten 10 Jahren, wo dieser Song gefehlt hat. Und ja, mit diesem Song fing eigentlich auch alles an. Ja. Weißt du was? Genieß jetzt einfach diesen Moment, freu dich darüber. Und ich würde vorschlagen, wir machen jetzt gemeinsam eine kleine Reise 40 Jahre zurück in die 80er Jahre. Oh, ich habe sie geliebt, die 80er Jahre. Und da, vor 40 Jahren, hatte die Band Münchner Freiheit sich auch gegründet, gell? Woher weißt du das? Da warst du noch nicht mal geboren. Die große Jubiläumsshow. Ich dachte, wäre schon gut, die große Jubiläum zu kennen. Und Münchner Freiheit, 40 Jahre, ne? Das ist schon ein Highlight. Absolut, ja. Und innerhalb kürzester Zeit wurden sie damals so zum Aushängeschild der neuen deutschen Welle. Mit ihren Hits haben sie wochenlang die Charts gestürmt in Deutschland, Österreich. Der Schweiz. Natürlich. Und diese Hits sind heute immer noch Kulthits. Und wir wollen sie heute hören. Wir hören sie jetzt. Ah, ja. Hier ist die Münchner Freiheit. Ein Jahr ist schnell vorüber, wenn der Regen fällt. Ein Meer voller Fragen, ich stehe dir gegenüber. In Erinnerung vergangener Tage, das große Ziel war viel zu weit für unsere Träume zu reden.
Tages. Wir sehen uns beide an und schweigen viel zu lang. Ja, es ist dann ein Wunder, dass keiner von uns zwei was sagen kann. Oh, du wächst Gefühle, die ich nie vergaß. Denn ich sehe in dein Herz uns das. Ich erkenne dich, wie du immer warst. Denn ich sehe. Zu informieren und nicht den ganzen Abend Probleme diskutieren, aber eines gebe ich zu. Das, was ich will, bist du. Ohne dich war ich heute Nacht nicht heim. Ohne dich war ich heute Nacht nicht heim. Ohne dich kam ich heute nicht zur Ruhe. Das, was ich will, bist du. Ohne dich habe ich heute Nacht nicht heim. Ohne dich war ich heute Nacht nicht heim. Ohne dich komme ich heute nicht zu. Das, was ich will, bist du. Ja, heute feiert die komplette Reim-Familie das große Jubiläum von Matthias Reim. Marie Reim ist heute hier, Julian Reim ist hier und natürlich Christine Stark. Herzlich willkommen, Christine. Schön, dass du bei uns bist. Liebe Christine, seit 7 Jahren gehörst du nun mittlerweile als Partnerin von Matthias Reim zur Reim-Familie. Und die berühmte Familie hat uns mal ein bisschen etwas über dich verraten. Schau mal. Sie ist so wirklich für die ganzen singenden Reims, inklusive mir, der Fels in der Brandung geworden. Und ich könnte mir nicht mehr vorstellen, was wäre, wenn sie nicht da wäre. Ich wäre völlig aufgestresst. Tini, wenn ich dich in aller Öffentlichkeit so nennen darf, du hast was ganz Besonderes mit unserer Familie gemacht, seitdem du da bist. Und ich möchte dich an meiner oder an unserer Seite einfach nie wieder missen. Sie wurde Teil dieser Familie und hat mich aufgenommen, wie ich noch nie aufgenommen wurde von jemandem, den man gerade erst kennengelernt hat. Wir haben uns angefreundet, wurden mehr als nur Freunde. Und diese Verbindung, diese Familie, die wir geworden sind, ist etwas, was man mir nie wieder wegnehmen kann. Wenn es darum geht, was machen wir heute Abend, dafür wird nie ich gefragt, wird immer sie gefragt. Also sie hat auch dieses Ding, dass sie selbst mich dazu gekriegt hat, und ich bin wirklich ein Familienmuffel immer gewesen, dass ich anfange, Familie zu genießen. Und das ist ihr Werk. Seitdem sie in unserer Familie ist, hat sie uns wirklich alle viel mehr zusammengebracht. Sie ist der Grund, weshalb wir alle zusammen mehr zusammengekommen sind. Und ja, das haben wir alles ihr zu verdanken. Wenn ich zurück nach Hause komme und du da bist und die Tür aufmachst, weiß ich, dass ich angekommen bin. Dankeschön, dass du mein Zuhause bist. Ich liebe dich, mein Schatz, und ohne dich wäre ich aufgeschmissen. Und die anderen auch. Ich würde dich so gerne in den Arm nehmen. Wow. Liebe Christine. Ach Gott, ist das schön. Ich würde dir, haben wir vielleicht ein Tüchlein da? Ich darf dir keins geben, aber das kriegen wir hin. Liebe Christine. Ich würde jetzt auch einen Schnaps nehmen. Dir fehlen ein bisschen die Worte. Aber
Was sagst du dazu, zu dieser schönen Nachricht deiner Familie? Oh Gott, warte kurz. Gerne, nimm dir den Moment. Oh Gott, warte. Habt ihr denn so ein Tüchchen? Das habt ihr auch kein Tüchchen gemacht. Da haben wir ein Tüchchen. Schlägt das nur so hier hin. So. Eine ganze Packung. Die kannst du vielleicht gebrauchen. Oh Gott, ich muss jetzt wirklich einmal kurz... Weil ich hab mich echt... Okay, also... Ich kann dazu gar nichts mehr sagen, außer dass ich... Ich kann nicht weiter darauf eingehen, außer dass ich sagen kann, dass ich einen unfassbar tollen Mann an meiner Seite habe und mit 30 Jahren schon gefühlt 7 Kinder adoptiert habe, die ich alle liebe. Sie sind alle großartig. Dankeschön.